Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Zurück im Jahr 1912. Preußen ist besiegt worden durch uns Österreicher und das bedeutet, dass die preußischen Ambitionen auf eine Einigung Deutschlands nun endgültig vom Tisch sein müssten. Insofern kann ich mir auch, ich sag mal mittelfristig vorstellen, dass es wieder eine Annäherung geben kann. Immerhin ist Preußen erzkonservativ mit dieser absolutistischen Monarchie und passt eigentlich hier in unsere ideologische Linie. Aber solange wir die Kleinstaaten hier in Deutschland noch nicht in unseren Markt auf unsere Seite gezogen haben, werde ich, glaube ich, hier erstmal sowohl Rivalität als auch Embargo behalten. Aber dann kann sich das ändern, so wie ja auch nach dem Bruderkrieg 1866 die Beziehung zwischen Preußen und Österreich sich dann relativ schnell wieder, oder dann auch Kaiserreich in Österreich, sehr schnell wieder verbessert haben, deutlich verbessert haben. Bis hin zu einem gemeinsamen Krieg, den sie dann 1914 geführt haben. Das kann hier also auch passieren. Und insofern könnte ich mir vorstellen, dass wir unser zweites Bündnis, was wir jetzt ja abschließen können, dass wir das tatsächlich dann irgendwann mit Preußen machen. Wer käme noch in Frage? Eigentlich nur Russland. Aber Russland hat sich als so desolat schwach erwiesen, dass man eigentlich mit Russland nicht unbedingt verbündet sein möchte, weil sie keine wirkliche Hilfe sind. So. Das vielleicht dazu. Wir haben tatsächlich noch ein paar diplomatische Möglichkeiten. Und mein Blick ist auch auf die Niederlande gefallen, denn auch hier ist es so, dass die Niederlande noch relativ konservativ sind hier. Sie haben zwar eine konstitutionelle Monarchie, das ist immer so eine Sache, mögen wir eigentlich nicht. Oh, das allgemeine Wahlrecht sogar schon durchgesetzt, die Meinungsfreiheit. Pfui. Ja, insofern, ja, ich wollte gerade sagen, Annäherung Niederlande. Andererseits, wir haben auch die Schweiz in unseren Markt gebracht. Und die Schweiz ist ja bekanntlich noch ganz anders drauf als Demokratische Republik. Ich würde mal sagen, Beziehung verbessern kann man schon mal machen. So, okay, jetzt haben wir die Diplomatiepunkte, glaube ich, gut verwendet. Gut, das ist das eine. Jetzt müssen wir uns mal wieder ein bisschen um den Stand der Dinge bei der Ökonomie kümmern, würde ich sagen. Und da gucken wir uns mal den Gesamtmarkt an. Es sieht sehr, sehr gut aus eigentlich, finde ich. Es gibt nur ein paar sehr teure Güter. Wir gucken mal, ob wir hier noch ein bisschen was einhandeln können. Aus Vietnam holen wir noch ein bisschen Tee. Was haben wir noch? Wir haben ein bisschen Kaffeemangel. Großbritannien kann uns da etwas helfen. Russland, Brasilien. Es ist nicht viel, aber immerhin. Und Wein ist ein altes Problem, aber da kommen wir unsererseits auch nicht so richtig ran. Holen wir uns aus Frankreich noch ein bisschen was. Okay, aber das wird vermutlich immer eine teure Ware bleiben. So, der Rest sieht, wie ich finde, sehr solid aus. Das heißt, wir brauchen uns jetzt hier gar nicht so großartig um Dinge zu kümmern. Bei den Möbeln bin ich am Überlegen. Man könnte natürlich Möbelfabriken zurückbauen. Das wäre eine Möglichkeit, um Arbeitskräfte einzusparen. Man könnte natürlich auch exportieren. Wir gucken mal bei den Möbelfabriken rein, ob wir irgendwo Möbelfabriken haben, wo wenig Arbeitskräfte vorhanden sind. Ach, das Blöde ist ja, wir haben ja überall Unruhe. Wir können ja überhaupt nicht zurückbauen. Okay, die Sache mit dem Zurückbauen, vergesst es. Diese Option steht uns nicht zur Verfügung. Insofern gehen wir dann doch lieber auf Exportrouten. Aber da ist ja auch nichts drin. Ist ja lächerlich. 33, da brauchen wir gar nicht erst mit anfangen. Wir haben, was hatten wir jetzt? Was habe ich eben gesehen? Wir haben Möbelüberschuss von was? Von 7000. Ja, gut. Okay. Sehr günstig ist unser Gummipreis. Gummi ist überhaupt kein Problem mehr. Und Öl ist tatsächlich auch wunderbar bei minus 1%. Das heißt, wir müssen eigentlich überhaupt nicht groß eingreifen. Nur in einer Sache. Und das betrifft unsere militärische Entwicklung. Ich würde gerne hier bei Technologie von den Flammenwerfern erstmal wieder Abstand nehmen. Die sind jetzt meines Erachtens gar nicht so entscheidend. Wichtiger wäre es, dass wir in Richtung Panzerfahrzeuge kommen. Und dafür brauchen wir die Betonbefestigungen. Militärflugzeuge werden wir bald selbst erhalten. Das schaltet im Übrigen Rüstungsfabriken frei. Das wäre auch noch eine gute Entwicklung oder was Wichtiges. Wir müssen dann Flugzeuge produzieren. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ah ja, in Rüstungsfabriken werden dann auch Panzer produziert.
Okay, da muss man dann nachher sehen, ob eine oder zwei Rüstungsfabriken nötig sind. Das ist der Plan. Das bedeutet aber, für die Panzerproduktion benötigen wir bestimmt Fahrzeuge, oder? Sieht man das irgendwie? Ich bin mir ziemlich sicher. Für eine andere Sache benötigen wir auch Fahrzeuge, denn ich will das Militär modernisieren. Ne, da gehen wir mal bei den Gebäuden rein. Ich würde mich gerne hier allgemein auf die motorisierte Aufklärung komplett umsteigen. Das, ihr seht es, die Prognose ist krass. Unser Ölpreis geht extrem hoch und die Automobile gehen extrem hoch, wobei Öl kann eigentlich nicht plus 390, das kann jetzt nicht so eine krasse Preisentwicklung nach sich ziehen. Nee, kommt, wir machen das mal komplett und schauen uns das dann mal an, wie es wirklich aussieht. Also wir gehen auf motorisierte Aufklärung komplett und gucken mal, was das jetzt für eine Entwicklung hat. Vor allem, okay, Auto ist klar, das ist mir klar, dass das jetzt ein Problem wird. Aber da werden wir jetzt, das ist der Punkt, wo wir eingreifen werden und gegensteuern werden. Aber der Ölpreis, auf den hat das doch überhaupt keine Auswirkungen, ne? Ja, minimalst. Okay, bei den Autos haben wir unsere venezianischen Motorenwerke. Und jetzt habe ich natürlich wenig geguckt. Was haben wir? Ah, das sehe ich auch hier. Was haben wir für einen Bedarf? Wir haben 462 Saldo im Markt. Ja, das heißt, wir gehen mal eben auf, ich würde sagen, ja, sagen wir mal so 30 hoch. Beschäftigung jetzt bei 50.000. Wie sieht's aus? Ja, 104.000 sollte ausreichen, könnte aber ein bisschen knapp werden. Bin mir nicht ganz sicher, ob es Bereiche gibt, wo wir ein bisschen Personal einsparen können, aber ich glaube, wir sind überall so modern es geht, oder? Muss ich leider jetzt hier mal kurz prüfen. Geht mir jetzt hier nur um Modernisierung zur Einsparung von Arbeitskräften. Aber ich glaube, ja, das kostet ja auch noch mehr, wenn wir da gehen. Glashütten. Ne, wir sind, glaube ich, so modern es geht. Hier kann man eh nichts machen. In den Stadtzentren. Die elektrischen Laternen kosten auch nur mehr Arbeiter. Das ist halt das Problem. Der Grund, warum ich sie nicht einführe. Weitestgehend. Okay, also hier können wir nicht wirklich was sparen. Wenn ich das richtig sehe. Halt! Was ist denn hier los? Auf den Feldern können wir sparen. Ernsthaft? Oh mein Gott, Traktoren können zum Einsatz kommen. 12.500 Arbeiter, ja, aber her damit. Immer her damit. Dann muss ich auch nochmal die Minen prüfen hier, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Hier auch. Dampfhilfsabgabe, was ist denn hier los? Hier wird ja gar nicht gearbeitet richtig. Oh mein Gott, das ist ja alles total rückständig. Ja, kommt, hier wollen wir aber die komplette Modernisierung haben. Okay, das war, glaube ich, auch durch Rebellen kurzzeitig übernommen, deswegen ist hier alles durcheinander geraten. Kühlwaggons, natürlich, 24.000 Arbeiter freigesetzt, hervorragend. Wie sieht es bei den Haus... Okay, wird ja, das ist ja rückständig ohne Ende. So, damit dürfte es in Venetien gleich ein bisschen anders aussehen. Weizenfelder, Seidenplantagen, das ist modern. Okay, damit haben wir das, glaube ich, jetzt alles, oder? Wir gucken mal. Damit haben wir 73.000 Arbeitslose. Damit sollten die Motorenwerke genug Arbeitskräfte bekommen. Das sollte also kein Problem sein. So, das sind also jetzt, das ist jetzt die erste entscheidende Veränderung jetzt hier, bei der wir uns nochmal direkt mit einmischen. Hat auch gleich Auswirkungen auf unser Budget. Und dann ist eine Sache noch. Wir gucken mal hier unten in unseren Kolonien, wo wir tatsächlich jetzt expansiv gar nicht mehr so groß was tun müssen. Wir sind bei den Ölbohranlagen hier auf Maximum. Das ist sehr gut. Das scheint grundsätzlich hier auch gut zu laufen. Infrastruktur reicht auch. Kann man nur zufrieden sein. So, dann haben wir hier Nordborneo. Wie sieht es da aus? Ja, hier ist Kraut und Rüben gebaut worden. Rückbau geht ja nicht bei uns. Gummiplantagen waren hier wichtig. Aber da brauchen wir jetzt eigentlich nichts tun. Wobei, man könnte natürlich hier auch nochmal, oder müsste wahrscheinlich prüfen, ob hier auch die Produktionsmethoden alle optimiert wurden.
Ist der Vorrang auf Glasproduktion, ist das sinnvoll? Wir gehen mal hier auf Knochenporzellan. Ja. Müssen wir also auch mal prüfen. Holzfällerlager ist ja auch alles noch schrecklich unmodern. Kettensägen, bitte Baumstammwaggons. Das könnte noch ordentlich was bringen. Gummi, das ist schon modern. Fischerei, Kühlwaggons, hervorragend. Was? Händlerzünfte? Okay. So, bei den Reisfeldern. Bitte, dampfbetriebene Dreschmaschine wollen wir haben. Ja, das ist die Frage. Wir brauchen eigentlich hier gar nicht so viel Weizen. Das brauchen wir nicht erweitern. Tabakplantagen. Auch hier Eisenbahntransport. Unbedingt nötig. Viehhöfe. Elektrozäune. Bringt uns auch Arbeiter. Kühllager. Bringt uns auch nochmal Arbeiter. Hier ist ja viel mehr noch rauszuholen. Färbemittelplantage. Eisenbahntransport. Sehr gut. Teeplantage. Eisenbahntransport. Müssen wir gucken, ob Eisenbahn hier überhaupt ausreichen. Bananenplantage. Eisenbahntransport. Und das war's. Der Hafen ist modern, so modern wie es geht. Lass mal weiterlaufen. Plötzlich haben wir hier mal 28.000 neue Arbeitskräfte. Infrastruktur reicht auch noch. Die müssten wohin jetzt eigentlich gehen? Die Viehhöfe suchen ein bisschen Beschäftigung. Ja. Und die Glashütten suchen offensichtlich ein bisschen Beschäftigung. Wobei Glas und Keramik ist relativ günstig bei uns. Eigentlich nicht so sinnvoll. Und die Stadtzentren, die stellen auch noch ein. Hier gehen wir aber auch nochmal auf öffentliche Motorkutschen. So, das heißt, theoretisch könnten wir, wenn Gummi jetzt wieder teurer wird, zum Beispiel durch den Automobilbau, hier auf jeden Fall, glaube ich, noch mehr Gummi produzieren. Noch ist es nicht nötig. Aber wir können ja mal ein, zwei Ausbaustufen schon mal starten. So, diese kleinen Fitzel-Provinzen, die spielen eigentlich keine Rolle. Hier brauchen wir uns, aber hier sollten wir mal gucken, was hier los ist. Hier sind noch 22.000 Bauern. Hier wird auch sehr viel Gummi hergestellt. Hier ist wahrscheinlich auch noch viel zu optimieren, aber dadurch, dass hier noch 22.000 Bauern sind, brauchen wir auch nicht viel zu tun. Unregulierte Automobile, was ist denn hier los? Aufgrund einer Serie von Unfällen wird der Ruf nach einer Regulierung von Automobilen laut. Es wird gemeldet, dass zwei Automobile mit hoher Geschwindigkeit zusammengestoßen sind, wobei die Insassen schwer verletzt wurden. Schneller als ein Pferd und doppelt so schwer. Wenn die Leute da nicht merken, dass es gefährlich ist, weiß ich nicht, was ich dazu noch sagen soll. So, also ich finde grundsätzlich Regulierung schon eine gute Sache. Das finden Konservative in der Regel. Deswegen, strengere Gesetze werden die Straßen sicherer machen. Die schauen sowieso ein bisschen skeptisch auf das ganze Thema Automobile, kann ich mir vorstellen. So, wie weit sind wir denn mit unseren Automobilen hier gekommen? Die Motorenwerke, die sind noch voll im Ausbau. Hier ist noch nicht viel passiert. Der Preis ist einfach nur super hoch, aber geht ein bisschen runter. Könnte sein, dass irgendwo in der freien Wirtschaft jetzt auch schon Automobilwerke entstehen. Was natürlich völlig in Ordnung ist. Und das ist jetzt doch eine schöne nächste Entwicklung. Die Militärflugzeuge sind freigeschaltet. Damit Rüstungsfabriken, Luftaufklärung und der nächste Schritt wären eben die Panzerfahrzeuge. Okay, und die Rüstungsfabriken sind jetzt für uns interessant. Wir werden aber gleich mal die nächste... wir haben ja die Betonbefestigung schon am Start. Okay, wie sieht's denn... Ich muss mal kurz in die Gebäude reingucken. Ja, theoretisch wäre jetzt Luftaufklärung möglich. Dazu bräuchten wir dann... Okay, das war der Zwischenschritt mit den Automobilen, war jetzt gerade irgendwie nicht ganz so clever, weil ich gerade merke, wenn wir Luftaufklärung machen, ist der Effekt einfach nur besser. Das ist einfach nur das Bessere. Und wir brauchen die ganzen Automobile plötzlich nicht mehr. dafür halt die Flugzeuge. Und zwar 430 für unsere gesamte Armee. So, okay. Damit müssen wir uns auf die Suche begeben nach einem geeigneten Ort
für die Rüstungsfabriken. Hm. Wir gucken mal nach Österreich. 78.000 ist mir eigentlich ein bisschen zu wenig Arbeitskräftepotenzial. Böhmen 314.000, das ist schon sehr schön. Ist aber auch heikel, ne? An der Grenze zu Preußen, da hat man so ein bisschen Schiss. Hm. Aber Preußen ist eigentlich keine Gefahr mehr, oder? Rüstungsfabriken. Wir gucken mal, was er uns hier vorschlägt. Arbeitskräfte. Transdanubien. Okay. Transdanubien mit 319.000. Warum nicht? Gefällt mir eigentlich. Werden wir das zum Standort machen? Lombardei machen wir jetzt nicht schon wieder. Transdanubien wird der Ort für unsere Rüstungsindustrie. Das ist jetzt festgelegt. Guter Standort, wie ich finde. Ja, ich hätte es gleich da bauen können, weil es dämlich. Rüstungsfabrik. Starten wir mal mit 5. Ja, und bei der Automobilindustrie... Ach, wie machen wir das denn jetzt? Halten wir das wieder an? werden die jetzt alle auf einmal gerade jetzt fertig? Ja, natürlich. Ich meine, es ist nicht so schlimm, um ehrlich zu sein, weil wenn der Bedarf, wenn die Nachfrage nicht da ist, werden einfach Leute wieder entlassen. Ist ja eigentlich kein Problem. Und der private Bedarf wird ja vielleicht steigen und wenn es billige Autos gibt, ist das ja auch keine Schande. Wir gucken mal ganz kurz, wie kommt denn überhaupt... Schaut mal, der Pop-Bedarf ist ja extrem gering. Das ist aber nicht der österreichische Markt. Okay, der Pop-Bedarf liegt bei 47,5. Die Kasernen bei 714. Ja gut, es sind nicht nur wir, es sind auch andere Länder, die brauchen auch Autos. Wir lassen das mal so, wie wir es gebaut haben und werden jetzt mit dem Bau der ersten Rüstungsfabriken dann umstellen auf Flugzeugaufklärung. Ich denke, das ist eine gute Sache. Ah, es gibt schon wieder eine Revolution in Iberien. Das hatten wir doch gerade eben schon. Eine Revolution, die konstitutionelle Monarchie möchte. Spanien selbst ist auch eine konstitutionelle Monarchie. Hier geht es um einen Bourbonen und hier geht es um... Okay. Es sind zwei Bourbonen, die gegeneinander kämpfen. Naja, also das ist ja ein Marionettenstaat Spanien oder wie nennt sich das hier in diesem Falle? Ein Protektorat von Frankreich. Insofern ist Frankreich erneut gefordert. Frankreich ist im Übrigen unfassbar krass, was hier die Armeegröße betrifft. 482 Flottillen. Damit mit Abstand die stärkste Seemacht der Welt. Auch noch vor den Briten. Schon sehr, sehr beeindruckend. Was da passiert. So, hier. Oh, wir haben mal wieder eine... Oh! Oh, eine Rassentrennung. Ihre Radikalität liegt bei 82. Hier steht aber 41. Wie kommt er auf 82? Okay, extreme Unterstützung. Das ist das Thema der Minderheitenrechte. Aber wir sehen da nach wie vor keinen Handlungsbedarf, würde ich sagen. Da ändert sich erstmal nichts. 35 Wochen haben wir das. Und in einer Woche... sind die Motorenwerke gebaut. Ja, und jetzt geht's los, ne? Ich bin mal gespannt, wo sich das einpendelt. Noch machen sie Gewinne. 86.000. Ja, machen nach wie vor gute Gewinne. Ja, stimmt, weil wir aber auch die Nachfrage beim Militär ja noch haben. Die wird aber irgendwann wegbrechen, wenn wir auf die Flugzeuge gehen. Ja. Oh, und die Kroaten. Die Kroaten planen schon wieder eine Sezession. Okay. Da muss natürlich eingegriffen werden, ist klar. Ja, die Franzosen holen Öl bei uns aus dem Markt raus, weil das so günstig ist. Gut. Wie weit sind wir entfernt von den Rüstungsfabriken? 24 Wochen. Wahrscheinlich wird es dann erst zur Sezessionsbewegung kommen. Aber wenn die einfach nur so isoliert entsteht,
ist das natürlich immer ein Ärgernis, aber keine wirkliche Gefahr, um ehrlich zu sein. Außer irgendjemand greift ein, aber wer sollte das sein, ne? Hier, ja, die Franzosen bekämpfen hier die Revolution. Es gibt ja niemanden, der jetzt hier es mit uns aufnehmen kann im Moment. Und insofern gibt es aus dem Grund auch keinen Handlungsdruck für die Regierung, hier vielleicht doch mal was zu verändern, was die Minderheitenrechte betrifft. Okay. Gut, dann gucken wir mal. Was jetzt passiert. Okay, wir haben jetzt hier das Diplomatiespiel. Nee, das betrifft uns nicht. Das ist Guatemala. Da erklären wir mal die Neutralität. Jetzt ist es soweit. Okay. So. Nun gut. Der kroatische Aufstand ist da mit zwei Fronten. Einmal da unten, einmal da oben. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass niemand das unterstützen wird. Die Preußen dürften das eigentlich gar nicht können. Okay, also wer wird das Ganze niederschlagen? Das sollte ja wirklich relativ simpel sein. Wir gucken mal auf unseren Befehlshaber. Wir nehmen mal hier... Ist ja eigentlich selber Kroate? Nee, Süddeutsch hat nur so einen Namen. Unseren Offensivmann mobilisieren mit seinen... Wie viel hat er? Ach, 43 inzwischen. Naja, ist ja in Ordnung. Front voranbringen, bitte diese Front. Und Gottlieb von Wrede, den mobilisieren wir auch. Der wird hier unten kämpfen. Und damit ist die Sache, glaube ich, schon ausreichend ausgeplant. Da brauchen wir nicht mehr viel tun. Ah, Opium ist tatsächlich ein Problem. Aus dem russischen Markt können wir noch ein bisschen was holen. Opium wird uns hier gar nicht angezeigt, nur hier. Opium bleibt ein Thema. Hm. Gut, die Frage ist, ob man dann unter diesen Umständen vielleicht wieder zurückgeht. Wobei, wir nutzen... Ach, warte mal, wir nutzen Opium ja gar nicht für unsere Armee. Das Opium ist eigentlich nur ein Thema für die Bevölkerung, ja, wenn ich das richtig sehe. Beziehungsweise für Kasernen der Verbündeten, aber vor allem sind es die Poppedarfe. Warum haben die eigentlich noch ihre Einberufungszentren aktiv? In der Toskana, in der Walachei und so weiter. Was ist da los? Verstehe ich nicht ganz. Na gut. Okay. Ja, dann schauen wir mal, ob da irgendjemand frech wird und sich da einmischt in unsere Belange. 28 Gebäude sind betroffen. Ja, das können ja nur Kasernen sein, ne? Ja, das betrifft uns nicht, interessiert uns nicht. Okay, 10% Gelddruck, das entlastet unsere Bilanz, das ist gut. Anleihenzinssatz für uns nicht so interessant. Sehr schön. So, hier ist noch nicht mal eine gegnerische Armee mehr. Sizilianisch-kroatische Rivalität, ja, braucht ihr gar nicht erklären. Die Sache wird eh gleich vom Tisch sein. Okay, ich gucke ein bisschen hier auf unsere neuen Rüstungsfabriken. Die werden nämlich in 2 Wochen fertig sein. Gibt es jemanden, der da unterstützt auf der anderen Seite? Nein. Das ist nicht der Fall. Jetzt sind sie fertig. So, es gibt jetzt natürlich noch keinen Bedarf hier. Der Bedarf muss jetzt erschaffen werden. Das Blöde ist natürlich, wenn ich jetzt vor dem Krieg, pass mal auf, vor dem Krieg werden wir das noch nicht machen. Ich werde jetzt nicht unsere Einheiten durcheinander bringen oder schwächen, indem wir da neue Technologien einführen. Hat ja immer so ein paar Probleme, die das nach sich zieht. Machen wir jetzt mal nicht. Wir werden erstmal diesen kroatischen Aufstand vernichten. Oh, wir haben eine Verpflichtung von Hannover. Warte mal, diese Sache, passt auf. Nachrichteneinstellung.
Das möchte ich doch gerne mal als Toast haben. Genau. Dann kann uns das nie wieder verloren gehen, diese Information. So, mit dieser Verpflichtung von Hannover. Kriegen wir da schon Protektorat? Ah, wir haben noch einen Waffenstillstand. Das wird dann aber möglich sein. Deswegen können wir jetzt, glaube ich, die Finanzierung beenden. Jo. Sehr schön. Wenn der Waffenstillstand ausläuft, müssen wir dran denken. So, zu den Waffen. So, hier haben die uns nichts entgegenzusetzen. Deswegen wird die Front wahrscheinlich direkt gleich kollabieren. Hier kommt eine erste Schlacht. Ich will mal sehen. 142 Offensive. Sehr schön gegen 98 Defensive. Das sollte eindeutig enden. Oh, ich habe gerade irgendwas verpasst. Verdammt. Die Briten hatten uns irgendwas angeboten. Kann man antizipieren, was die von uns wollten? Ja, war wahrscheinlich ein Handelsvertrag oder so, den wir vermutlich nicht gemacht hätten. Schade, dass ich es verpasst habe. Okay, die Schlacht müssen wir abwarten. Und nein, jetzt gibt es auch noch Opiumsucht. Okay, in Norditalien allein, dort gibt es schwere Auswirkungen des Opiumentzugs, weil er im Moment nicht verfügbar ist wahrscheinlich. Die Verwendung und der Missbrauch der Droge verbreiten sich durch ganz Südtirol. Die Opiumraucher stehen unter dem Bann von Inkubus und Alp. Sie sehen alles, was sie leisten könnten, doch sind sie von der lähmenden Schwäche einer spannungslosen Krankheit ans Bett gefesselt, gezwungen, Verletzungen und Frevel an etwas mitzuerleben, dem ihre zarte Liebe gilt. Sie verfluchen den Zauber, der sie an der Bewegung hindert. Ihr Leben würden sie geben, wenn sie doch nur aufstehen und gehen. Und dennoch sind sie kraftlos wie ein Säugling und können nicht einmal versuchen, sich zu erheben. Tragisch. In Südtirol. Opiumsucht, 3% Sterblichkeit. Und Lebensstandard, Modifikator reduziert sich für norditalienische Kultur. Tja, leider können wir das nicht irgendwie verbieten, nicht verhindern. Scheinen wir nichts tun zu können. In dieser Sache. So. Diese Schlachten ziehen sich aber auch mal manchmal hin. Können wir jetzt wohl nichts beschleunigen, nicht wahr? Das Ganze ist auch nur noch eine Front, wie wir sehen. Okay, also das ist gewonnen. Aber es muss noch eine weitere Schlacht geschlagen werden. Der Gegner hat durchaus einige Bataillone hier zur Verfügung. Ja, jetzt ist es auch Gottleib von Wrede, der ein Bergkampfexperte ist. Wir sehen die Offensive nicht ganz so stark. Aber gegen die kroatischen Aufständischen scheint es zu reichen. Die Steuersenkungen machen sich übrigens bemerkbar. Lebensstandard ist leicht gestiegen. Oh, und es gibt eine Revolution in Belgien. Ja, es ist eine Republik. Republik gegen Republik, auch merkwürdig, ne? Was soll das? Ich meine, es sind halt andere Interessensgruppen. Naja. So. Mal sehen. Ah, sie sind schon bereit einzuknicken. Okay. Damit ist die Sache beendet. Hervorragend. Allerdings ist es ja ein bisschen lästig, aber wir müssten... Warte mal, wo war nochmal... Es gab irgendeinen neu eingeführten Bildschirm, wo man diese Produktionsmethoden wieder ändern konnte. Die haben das nämlich mit Sicherheit jetzt alles wieder umgestellt. Den muss ich mal in Ruhe selber suchen. Das ist nichts, was wir jetzt gemeinsam machen müssen. Das ist für solche Situationen überaus praktisch. Okay. Aber das zeige ich euch dann das nächste Mal. Jetzt beenden wir erstmal die Folge und nächstes Mal wird dann auch noch die Einführung der Flugzeuge in unserer Armee eine Rolle spielen. Ja. Hier warten die Arbeiter eigentlich darauf, dass sie loslegen können, aber noch gibt es keinen Bedarf hier an diesem Flugzeug. Schauen wir mal, wir sehen uns
in der nächsten Folge wieder. Bis dahin macht's gut, euer Steinwall.